herzlich willkommen zu einem neuen Video und zurück auf Melody of Books. Heute gibt es meinen Shopping-Haul vom ersten Adventswochenende. Ich hatte nämlich auf Instagram gefragt, ob ihr gerne wissen wollt, was ich alles so Schönes geshoppt habe, als ich unterwegs war. Ja, und da so viele Ja gesagt haben, dachte ich mir, ich mache jetzt mal so ein kleines Video. Ich hoffe, ich kriege das gut hin, weil es sind nicht nur Bücher oder es ist nicht nur in dem Buchbereich, sondern es sind auch andere Sachen. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Ich war unterwegs und dachte mir, ja, kaufst du mal fleißig ein, ne? Nein, ich brauchte halt ein paar Sachen aus der Drogerie, habe mir dann noch so ein paar Klamotten angeguckt und war natürlich auch im Thalia und da sind einige Sachen mit eingezogen und ich dachte mir, ja, probiere mich einfach mal aus und gucke mal, wie ich mich dabei fühle, wenn ich euch auch mal andere Dinge vorstelle als nur Bücher, nämlich zum Beispiel halt das, was ich in der Drogerie gekauft habe oder auch die Klamotten, die ich geshoppt habe. Ich denke, das wird einigen gut gefallen. Es gibt bestimmt auch einigen, die das nicht so gut gefällt. Aber ich dachte mir, warum nicht? Warum soll sich immer alles nur auf Bücher beschränken? Ich kann natürlich verstehen, dass der Hauptfokus hier auf diesem Kanal definitiv auf Bücher bleiben wird. Aber ab und an mal so einmal in 10 Monaten ein solches Video. Ich denke, das ist mal eine kleine Abwechslung. Aber ja, ich denke, ihr werdet mir das schon zurückmelden. Und ja, ich freue mich schon drauf auf eure Nachrichten. Jetzt fangen wir an. Ich setze zu dem Buch, was ich gekauft habe, ist tatsächlich nur eins. Und das auch nur, weil ich so ganz unbedingt dringend haben wollte. Ein Link unten in die Infobox, zum Rest kann ich das nicht. Ich fange, glaube ich, auch mal mit den Drogerieprodukten an und würde sagen, let's go. Ich war nämlich im DM und habe da so ein paar Dinge gekauft, die ich halt dringend brauche. Und ja, unter anderem ist eingezogen, ich weiß gar nicht, wie eröffnet man sowas, keine Ahnung. Ich habe mir Kosmetiktücher gekauft. Ich denke, das wird jeder von euch gut kennen, auf jeden Fall von den Mädels. Wobei mein Mann die Dinger manchmal auch benutzt, wenn er sich zum Beispiel so eine Kohlemaske macht und sowas. Also was heißt Maske? So eine Kohlespülung benutzt. Und ja, dann benutzt er das auch. Und ich kaufe halt immer die von DM, also von der Eigenmarke, weil ich finde, die reichen total, die sind total gut. Die kann man auch super zum Nägel ablackieren benutzen. Dafür sind sie auch einfach perfekt. Und ja, die sind eingezogen, weil ich benutze nämlich immer zum Abschminken. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich kram mal hier in dieser Tüte rum. Die Tüte hing jetzt hier auch eine Woche, weil ich es nicht ausgepackt habe, damit ich nicht vergesse, was ich alles gekauft habe. Und ja, ich benutze zum Abschminken tatsächlich von Garnier Skin Active mit Zellenreinigungswasser All-in-One. Das ist dieses mit diesem Ölhaltigen hier oben drauf. Also dieses hier. Das ist super. Ich finde das richtig klasse. Ich war neulich mit meiner Arbeitskollegin auf der Fortbildung und sie sagte auch, wow, dein Abschminkzeug ist richtig gut und hat dann auch gleich geguckt, was es ist und so. Also ich kann das nur wärmstens empfehlen. Das kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich finde einfach mit diesem Öl, das ist auch gut für die Haut. Die trocknet dann halt nicht so aus, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall bei mir. Gut, ich habe auch keine empfindliche Haut. Ich habe so ganz normale Haut, die alles eigentlich gut ab kann. Das muss man dann immer vor Gebrauch so schütteln. Dann vermischt sich das und das sieht dann so aus und das splittet sich aber im Laufe der Zeit wieder auf. Das ist total cool, ich mag das voll gerne. Und ja, meins ist schon fast leer und deswegen habe ich mir neues gekauft. Dann habe ich mir im DM noch was zu essen gekauft. Ja, tatsächlich, es gibt ja da diese Bio-Produkte und ich liebe das einfach. Nämlich diese Pasten gibt es da und ich habe mir die Tomatenpaste geholt. Die mag ich davon nämlich am liebsten. Die Pilze sind auch okay, die esse ich auch ab und zu mal gerne, aber am liebsten mag ich halt diese Tomatenpaste. Kann ich euch nur empfehlen, ist auch vegan, also für alle da draußen, die auf vegane Ernährung achten, ist das auf jeden Fall super und schmeckt halt auch gut. Dann ganz unspektakulär, einfach weil man sowas im Haushalt haben sollte, wenn man einen eigenen Haushalt hat, habe ich mir Octenisept gekauft, also Wunddesinfektionsspray. Kann man immer gebrauchen, falls mal irgendwas ist oder das Piercing oder das Ohrloch mal gerade so ein bisschen rumspinnt, was durchaus auch mal vorkommen kann, besonders wenn man drauf schläft oder einfach mal dran hängen bleibt. Und deswegen musst du Octenisept hier einziehen, weil ich das einfach mega praktisch finde. Es gibt bei DM auch diese coolen selbstklebenden Verbände bzw. pflastermäßig. Die kann ich euch auch nur empfehlen. Die mache ich mir immer drauf, wenn ich mich irgendwo dran geschnitten habe oder so. Die stillen zum einen die Blutung super und zum anderen gehen die auch durch beim Waschen und so nicht ab. Also wenn man dann irgendwie Hände wäscht oder so, dann werden die nicht so eklig wie Pflaster. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde diese Verbandsdinger total gut. So, was versteckt sich hier noch in der
Tüte. Ich habe mir dann noch Deo gekauft. Ich kaufe immer das von Adidas, Control Ultra Protect. Das finde ich total gut. Das ist auch relativ neutral im Geruch. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin dann nicht so diejenige, die jetzt total nach irgendwas duften muss. Dafür habe ich Parfüm. Und ja, deswegen ist dieses Adidas Deo dann noch mitgekommen. Und dann, das sind schon die letzten zwei Sachen, die ich in DM gekauft habe. Tatsächlich keine Schminke, weil ich derzeit nichts brauche. Ich habe mir bei Douglas die Urban Decay Naked Palette 1 gekauft. Die ist total toll. Ich liebe sie. Kann ich euch nur empfehlen. Ich wollte einfach mal gucken, wie so der Unterschied ist, weil ich sonst nur NYX Lidschattenpaletten benutze. Und ja, ich finde, man merkt schon so einen Unterschied. Das deckt ganz anders als die günstigere Marken. Und ja, richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich mir noch gekauft von Aussie Shampoo Miracle Moist. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist für trockenes Haar. Ich habe das Gefühl, mein Haar ist mega trocken und meine Kopfhaut ist auch ultra trocken. Vielleicht habt ihr da irgendwie Tipps für mich, was ich noch machen kann. Mayo auf den Kopf schmieren finde ich jetzt nicht ganz so glücklich. Ich weiß, mit Ölen und so könnte das was werden. Aber das kommt bei mir so krass von dieser Heizungsluft. Ich merke das immer so zum Winter hin, wird das ganz schlimm. Und im Sommer habe ich gar nichts mit trockener Kopfhaut. Und ja, aber trotzdem, meine Haare sind halt echt unten immer sehr trocken. Ich weiß auch nicht. Meine Haare und ich, wir sind nicht so die besten Freunde, habe ich das Gefühl. Und ich wollte einfach mal das ausprobieren, weil ich davon schon sehr viel Gutes gehört habe. Und einfach mal testen, dachte ich mir. Ich habe keine Ahnung, es riecht auch richtig gut. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich werde aber erstmal mein jetziges Shampoo aufbrauchen und dann dieses hier benutzen. Weil man ja eigentlich nicht jeden Tag Haare waschen soll, habe ich mir dann noch Trockenshampoo gekauft, auch von Aussie. Wash and Blow in a Can Tropical Punch. Ich weiß nicht, wie es riecht. Keine Ahnung, habe ich nicht getestet. Aber ich habe sonst immer anderes Trockenshampoo gehabt. Ich benutze es jetzt nicht jeden zweiten Tag oder so, sondern immer mal so zwischendurch, wenn ich das Gefühl habe, jetzt will ich das nochmal so ein bisschen aufpeppen und ein bisschen frischer aussehen lassen. Und das war immer relativ weiß, gerade bei dunklen Haaren finde ich das total doof. Und das hier soll jetzt neutral sein. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Einfach mal gucken und wenn es dann doch doof ist, dann habe ich es wenigstens ausprobiert und eine Erfahrung mehr gesammelt. Und ja, das war mein DM-Einkauf. Dann war ich zwar bei Nanunana, das kann ich euch jetzt aber tatsächlich nicht zeigen, weil das Geschenke sind und ich Angst habe, dass die beiden Mädels, für die das ist, hier aus Versehen in dieses Video reingucken und von daher lassen wir das. Dann war ich danach in H&M und habe mich da ausgetobt. Ich habe nochmal so ein bisschen geguckt, was ich jetzt so zu Weihnachten vielleicht anziehen möchte und ja, habe dann tatsächlich so zwei, drei Teile gefunden, wo ich so dachte, wie schön. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal. Ich glaube, in diesem Jahr geht irgendwie überall nichts ohne Glitzer. Es gibt so viele Glitzerklamotten. Vielleicht geht das auch nur mir so, aber ich finde, das ist extremer als die letzten Jahre. Auf jeden Fall konnte ich dann auch nicht vorbeigehen an einem ganz wunderschönen Pulli, nämlich diesen hier. Der hat so eine schöne Farbe. Ich liebe, liebe, liebe dieses Mint. Und dann mit diesem Glitzer da drin, ich fand das sehr schön. Der hat so einen halben Rollkragen und sieht angezogen halt sehr gemütlich und kuschelig aus. Das ist mehr sowas für kältere, noch kältere Tage. Jetzt gerade sind es, glaube ich, bei uns so 3 Grad. Ja, könnte man auch schon anziehen, aber ja, er hinterlässt so dieses Gefühl von so einem ganz kalten Wintertag vor einem Feuer. Auf jeden Fall ist das so das, was ich mit diesem Pulli hier assoziiere. Für Weihnachten habe ich mir dann tatsächlich einen etwas dünneren, auch glitzerigen Pulli ausgesucht, nämlich diesen hier. Der ist relativ kurz, der ist nicht so lang wie der andere, sieht aber wunderschön aus und ich glaube, der wird kombiniert mit einem netten Rock ganz toll aussehen. Am liebsten hätte ich dazu tatsächlich so einen Lederrock, aber ich habe keinen gefunden. Vielleicht hat der ein oder andere für mich ja einen Tipp, wo es einen wunderschönen Lederrock gibt. Ich habe nur so Faltenlederröcke gefunden. So für Faltenröcke bin ich nicht zu begeistern. Ich merke immer wieder, das ist nicht so meins und ja, trotz alledem würde ich zu dem hier halt gern so einen Lederrock anziehen. Naja, vielleicht habt ihr einen guten Tipp für mich, wo ich noch einen Vorweihnachtsschnapp machen kann. Und zu guter Letzt nochmal in grün ist hier noch ein Flauschepulli eingezogen. Der sieht so aus. Ich finde den richtig gemütlich und schön. Der hat so auch eine grüne Farbe, aber mehr so in die, ja, wie nennt man das? In die Tannenrichtung? Keine Ahnung. Mag ich sehr, sehr gerne. Und der ist so flauschig, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, ich habe euch gar nicht gesagt, wie viel die gekostet haben, ne? Der grüne Glitzer hat 25. Ich glaube, das blaue hat 20 und der hier hat auch 20 gekostet. Und ja, ich kaufe mir die immer lieber so ein bisschen eine Nummer größer, als ich tatsächlich bin. Also den
den hier habe ich in M gekauft. Einfach, weil ich dann so das Gefühl habe, ich kann mich da so richtig reinflauschen. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe Oversize-Sachen im Winter gerade. Finde ich das richtig, richtig klasse. Und ja, das waren meine drei Pullis, die ich gekauft habe. Und danach ging es dann halt, wie gesagt, noch in den Thalia. Da war ich dann auch noch fleißig und habe geguckt. Und tatsächlich ist es mir zum allerersten Mal passiert. Und wenn euch das auch schon mal passiert ist, dann gebt dem Video mal einen Daumen hoch. Weil dann weiß ich das. Oder schreibt es mir in die Kommentare oder stimmt hier oben bei der Umfrage ab. Nee, ich glaube, die ist da. Ist sie da? Da. Irgendwo rechts oder links. Ich weiß es nicht. Wartet mal. Ich glaube, sie ist da. Nein, da. Ist egal. Okay, stimmt auf jeden Fall mal ab. Denn ich stand vor diesem Buch und habe tatsächlich zum allerersten Mal überlegt, hast du das Buch schon? Das ist mir bislang noch nie passiert. Eigentlich kenne ich mein Bücherregal richtig gut und weiß auch, welche Bücher ich habe. Doch bei diesem Buch hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich es schon habe. Ich stand da und stand und habe dann zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich nehme das jetzt mit, falls ich das doch schon haben sollte. Dann verlose ich es. Aber bei mir blieb immer die ganze Zeit das Gefühl, dass ich es irgendwo liegen habe, also habe liegen sehen, aber ich war mir nicht sicher, ob das bei mir zu Hause war oder bei wem anders. Und zwar ist bei mir eingezogen, ich zeige es euch jetzt erstmal, Die Legende der vier Königreiche, ungekrönt, von Amy Tintera. Und tatsächlich hatte ich das Buch noch nicht. Ich habe es nämlich, das fiel mir dann ein, als ich zu Hause war und es kontrolliert habe. Zum einen war das neue Buch von Jennifer L. Armentrout, das ein Spin-off zu Dämonentochter ist, was einen ähnlichen Buchrücken hat. Und dieser Buchrücken hat mich irritiert. Und zum anderen habe ich das Buch bei der lieben Julia von Lia Katrina gesehen. Und da lag es nämlich rum. Und das kam mir dann so hoch, als ich es dann tatsächlich nachgeprüft hatte, dass ich es hier nicht habe. Und es war mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe nur so gedacht, boah, Jessie, was ist denn nur los gewesen mit dir? Ja, irgendwie war das ein bisschen merkwürdig. Ich freue mich aber schon unsagbar auf dieses Buch. Das wollte ich wirklich ganz dringend haben. Ich stehe halt gerade auf diese Königsreich-Geschichten. Und ich hatte ja auch eine Umfrage gestartet, welche Bücher ihr mir in so eine Fantasy-Königsreich-Kampf, Schwertkampf, keine Ahnung, Kriegsgeschichte empfehlen könntet. Und ich habe die Hoffnung, dass das hier auch sowas parat halten wird. Und ja, lass mich einfach mal überraschen. Das waren tatsächlich schon alle Sachen, bis auf die Geschenksachen, die ich euch nicht zeige, die ich gekauft habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich kann einfach mal so ein bisschen Abwechslung in meinen Kanal reinbringen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bye, meine Lieben.